Moin zusammen! Heute zeige ich Ihnen unseren Hof Stickelburg hier in Grothusen und wie wir hier wohnen und wie wir das Ganze renoviert haben. Okay, als erstes haben meine Vorfahren die Scheune gebaut. Das war 1876 bis 1878. Und die Gulfständer und die Balken kommen aus Norwegen. Das ist Norwegian Pitch Pine, mit holländischen Segelschiffen nach Emden und dann mit dem Torfkahn hierher. Und was den Hof gerettet hat, war, dass wir 1996 das Dach vollständig neu drauf gemacht haben. Und damals gab es Mittel vom Denkmalschutz. Die Hälfte kriegten wir als Zuschuss. Und das alles hat das Hofgebäude gerettet. So, und dieses große Vorderhaus wurde später davor gesetzt. Hier vorne in dem roten Backstein sind die Küche und das Kahnhaus. Da wurde also Butter gemacht und da haben die früher auch geschlafen in Butzen. Das benutzen wir jetzt als Topfschrank, aber hier waren drei Schichten drin. Unten hat einer gelegen, hier in der Mitte und hier oben jemand. Und dann wurde das große Vorderhaus davor gebaut. Und den Kuhstall, den haben wir ausgebaut zu drei Seniorenwohnungen in 2019, 2020. Und jetzt kommt ihr alle mit und ich zeige euch das Innenleben von unserem Hof. Die Fliesen sind original von 1880. Meine Eltern hatten da einen Teppichboden drüber gemacht 1970 und den haben wir natürlich rausgerissen und die Originalfliesen wieder glänzen lassen. Also hier, dieser Gebetsteppich ist aus Afghanistan. Ich habe 1971 mein Abitur in Emden gemacht und anschließend dann in Stuttgart-Hohenheim Landwirtschaft studiert, mich dann auf Tropenlandwirtschaft spezialisiert. Und von 1976 bis 2008 war ich die meiste Zeit im Ausland. Hier, dieses Bild ist Geertje Behrens van Lingen. Das ist also meine Ur-Ur-Ur-Oma. Dies hier ist Jan Edens mit drei. Der hat den Hof gebaut, zusammen mit seiner Frau Margrethe Schöning. Das ist als erstes mein Urgroßvater Hinrich Johans mit Frau Kina Resemius von Heiselhusen. Danach kommt meine Tante Rena Smith, verheiratet mit Hans Lotze. Die haben den Hof von ungefähr 1930 bis 1952 bewirtschaftet und ab 1952 dann meine Eltern bis 1970 und 2017 sind wir hier dann eingezogen. So, und hier oben war früher Kornboden. Und der Kornboden ging bis zu diesen Balken. Dann hatten wir einen Riesenkornboden hier, einen Riesenkornboden auf der Seite und oben war auch alles Kornboden, damit, wenn die Scheune abbrennen sollte, man hier noch die große Reserve hat. Und hier haben wir das dann ab Ende der 70er Jahre, 80er Jahre haben wir das ausgebaut. Das war unsere Ferienwohnung, wenn wir zwischen den Verträgen für ein paar Monate in Deutschland manchmal waren. Hier möchte ich Ihnen eben gerne die langen Balken zeigen. 14 Meter lang in einem Stück von Ostseite bis Westseite in einem Stück durch. Und das ist einmal hier oben, aber auch hier unten, wo wir schon draufstehen. Und das gibt dem Haus natürlich eine wahnsinnige Stabilität. Also dies hier ist der Lieblingsplatz von meinem Sohn Sven. Und dann sitzt er hier, liest seine Bücher und kann gleichzeitig hier aus dem Fenster gucken auf die Blutbuche, auf die Magnolie und so den Blick nach Südwesten von Grothusen werfen. So, und jetzt zeige ich Ihnen unser Wohnzimmer. Das war früher das gute Zimmer, was nur zu Ostern, Weihnachten und Pfingsten benutzt wurde und zu Geburtstagen. Und wir haben gesagt, so, und wir benutzen das als Wohnzimmer. In 2017 haben wir dieses ganze Vorderhaus in Zusammenarbeit mit dem Monumentendienst renoviert. Das fing an mit dem Sockel auf der Gartenseite. Da haben wir Romanzement, der eben wesentlich wasserdurchlässiger ist, wesentlich besser atmet. Und dann fällt der Putz nicht in Peilen runter, wie das früher war. Weiße Innenkalkfarbe,
die desinfiziert das Mauerwerk. Wir haben jetzt überall Doppelverglasung und das ist die einzige Dämmung, die wir machen können. Wenn die Gaspreise ganz teuer wären, dann schmeiße ich den kalten Kachelofen wieder an, dann wird er wieder in Betrieb genommen und da kommt ein Schornsteinfeger und der macht den Schornstein vorher nochmal gut sauber. So, und jetzt gehen wir vom Flur in unsere neue Küche und nur in dem alten Wohnzimmer konnte man so eine Küche einbauen. Und es ist einmal diese moderne Küche, verbunden mit den alten Möbeln, noch von meinen Eltern und wahrscheinlich noch deren Eltern. Ich meine, das gibt irgendwie den Raum auch einen besonderen Charakter. So, und das ganze Vorderhaus ist unterkellert. Da geht es hier einmal die Stufen runter. Man sieht wunderschön, wie diese Treppe ausgetreten ist. Das kommt vom Tragen der Milchkannen. Die Milchkannen standen hier in einem Wasserbecken und wurden dann einfach gekühlt. So, ich habe Ihnen die Geschichte von unserem Hof gezeigt. 1880 bis 2022. Und auch den Wandel, dass wir das jetzt von Landwirtschaft, die wir 1970 aufgegeben haben, jetzt in die moderne Zeit rüber retten konnten mit den drei Seniorenwohnungen. Denn so ein Gebäude will unterhalten werden und dazu tragen später dann die Seniorenwohnungen gut mit bei. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche alles Gute und bin Anne Maul.